Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, zu unserem etwas kürzeren Webinar heute. Das Thema heute werden die Handmessgeräte sein, und zwar das XC200 und das XC250. Wir haben ja eine neue Generation, eine neue Handmessgeräte-Generation, die X-Serie. Da gibt es jetzt im Vorfeld schon das XA1000 und jetzt kommen die neuen Varianten, nämlich das XC200 und XC250 auf den Markt, und die sind schon auf dem Markt inzwischen. Und dazu gibt es heute ein kleines Webinar. Ja, das sind die Nachfolgeprodukte für die E- und für die C-Serie. Zuerst zu meiner Person nochmal ganz kurz. Mein Name ist Manuel Kreisig. Ich bin heute Moderator dieses Webinars. Ja, Sie sehen unten meine E-Mail-Adresse. Falls Sie später noch Fragen hätten oder irgendwas unklar wäre, können Sie mir gerne noch eine E-Mail schreiben und mich da direkt nochmal ansprechen. Ansonsten haben Sie trotzdem heute die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Am Ende vom Webinar, da gibt es so eine kleine Fragerunde, und in Ihrer Software, in Ihrer Webinar-Software rechts unten ist so ein kleines Fragefenster, und dort können Sie Fragen eintragen. Wir werden die Fragen aufnehmen und zum Schluss können wir die dann durchdiskutieren. So, XC-Serie. Wir reden also erstmal über das XC200. Die ganzen Angaben, die ich jetzt gemacht habe, sind auch immer im Vergleich zu unserem alten E200. Was hat sich dort verbessert oder verändert? Und was sind die Hauptmerkmale dieses XC200? Wir haben auch hier jetzt bei diesem Handmessgerät jetzt einen festen Sensor, aber mit einer höheren Präzision im Vergleich zum E200 zum Beispiel. Die Temperatur hat hier eine Genauigkeit von 0,2 Grad Celsius. Und bei der relativen Feuchtemessung legen wir bei einer Genauigkeit von 2%. Wir haben bei dem Handmessgerät die Möglichkeit, sowohl metrische wie auch imperiale Einheiten und Messwerte anzuzeigen. Also da kann man umschalten. Sie haben die Möglichkeit, Mischverhältnisse auszugeben in Gramm pro Kilogramm oder in Grains per Pounds. Für diese Mischverhältnisse haben Sie auch die Möglichkeit, gewisse Konfigurationen durchzuführen. Wie zum Beispiel für die Angabe des Mischverhältnisses Gramm pro Kilogramm können Sie den Luftdruck eingeben in das Gerät, damit es richtig berechnet wird. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, bei der Angabe Grains per Pounds auch die Ortshöhe einzugeben. Im Allgemeinen haben Sie natürlich noch die Möglichkeit, eine Einpunktkalibrierung durchzuführen, also das heißt ein Offset für die Temperatur und für die relative Feuchte natürlich dort auch einzugeben. Ich werde dann nach diesen Folien Ihnen auch dieses Gerät nochmal live vorstellen mit unserer Kamera, mit unserer Dokumentenkamera. Da werde ich ein bisschen dran rumspielen und und Sie durch die Menüs führen und Ihnen zeigen, was man da alles damit machen kann. So. Was natürlich ein spezielles Merkmal ist jetzt bei diesen neuen Handmessgeräten, ist diese Touchscreen-Version. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, über Touchscreen die Eingaben zu machen. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man dort von Touchscreen redet, weil die Leute denken dann immer auch sofort an Telefone, also an Mobiltelefone, wo man ja dann wirklich alles auf der Touchscreen-Seite machen kann. Jetzt bei uns zum Beispiel, in diesem Fall des Handmessgerätes, sehen Sie ja, rechts ist da ein Bild davon. Das ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Die haben oben den Bereich, wo sie die Werte angezeigt kriegen. Das ist nicht der Touchscreen-Bereich. Sondern der Touchscreen-Bereich ist unten bei diesen Tasten. Dort können Sie über die Touch-Funktion diese Tasten betätigen und dementsprechend Ihre Einstellungen durchführen. Das Ganze hat eine Glasoberfläche und wie gesagt, hat auch ein mehrfarbiges LCD-Display, das teils farbig ist. Also das ist nur so eine Teilfarbgeschichte. Das heißt, Sie haben gewisse Farben, die dort vorgegeben sind, wie grün und gelb und weiß natürlich. So, nochmal ein paar Merkmale hier. Wir haben jetzt inzwischen die Möglichkeit, bei diesen Handmessgeräten über USB auch eine Online-Messung mit unserer SmartGraph durchzuführen. Das heißt, die SmartGraph-Software ist dort mit inkludiert. Die ist ja auch auf unserer Homepage zu erhalten. Und Sie können dort Online-Messungen direkt übers USB-Kabel durchführen. Also das heißt, jedes Gerät, das XC200 hat so einen kleinen Mini-USB-Port. Dort können Sie das Kabel einstecken und mit Ihrem Rechner verbinden. Und dann wird automatisch in der SmartGraph dieses Handmessgerät erkannt
und dann können Sie die Online-Messung durchführen und die Messwerte werden dann auch sofort in ein Diagramm und in eine kleine Tabelle reingeschrieben. Voraussetzung ist, dass Sie die aktuellste Version der SmartCraft dort installiert haben. Das ist die 2.6.1. Es gibt auch zusätzliche Energiesparmaßnahmen, die das Gerät hat. Es gibt zum Beispiel einen Auto-Abschaltmodus. Das heißt, das Gerät schaltet automatisch, wenn Sie das einstellen, nach 30 Minuten selbstständig ab. Es gibt eine Auto-Anpassung der Display-Helligkeit. Diese kann auch manuell eingestellt werden, diese Helligkeit. Das zeige ich Ihnen dann später auch noch, wie man das machen kann. Und natürlich, Sie haben eine automatische Erkennung eines niedrigen Batteriezustands. Was ich noch erwähnen muss, das sehen wir nachher auch gleich, wenn Sie das Gerät einschalten, dann haben Sie auch sofort eine Anzeige, wie voll Ihre Batterien sind. Da kommt so ein kleines Schaubild nach dem Einschalten, wo Ihnen dann zeigt, wie Ihr Batteriezustand ist und dementsprechend könnten Sie dann auch reagieren. Was das Gerät auch hat, ist auch einen Lock, eine Tastensperre. Das zeige ich Ihnen auch, wie man das einschalten kann, so dass Sie dann nicht irgendwie was verstellen können, wenn Sie da über die Touchs gehen und einfach nur messen möchten. Die Messgrößen, die das Gerät ausgeben kann, sehen Sie unten. Das sind einmal Grad Celsius, Grad Fahrenheit, der Taupunkt, die relative Feuchte in Prozent, die absolute Feuchte in Gramm pro Kubikmeter, dann noch das Mischverhältnis in Gramm pro Kilogramm und Grains per Pounds. Die Messmodi, auch die können Sie durchschalten. Ja. Wir haben hier die Variante Hold, das heißt, der aktuelle Datensatz wird gehalten auf dem Display, dann natürlich Max- und Min-Anzeigen, Mittelwert, Average und aktuelle Messwerte. Für Sie noch zur Info, die Messrate ist zweimal pro Sekunde, also das Gerät misst pro Sekunde zweimal intern. Anhand dieser internen Messung werden dann die Max, Min und Average-Werte generiert. Sie können dort auch einen Startzeitpunkt festlegen, ab wann sozusagen Max, Min und Average gestartet worden soll. Das zeige ich Ihnen dann später auch, wie das geht. So, dann wären wir eigentlich bei den technischen, sage ich mal, Merkmalen schon durch. Dann schalten wir mal ganz kurz auf die Kamera und dann zeige ich Ihnen das Gerät. So, das Gerät sieht jetzt rein mal vom Gehäuse her so aus. Ja, Sie haben hier so eine geriffelte Seite, wo Sie dann, damit Sie das besser halten können. Hinten haben Sie das Batteriefachdeckelchen hier, den kann man so schön hier aufmachen. Da sehen Sie schon die vier Batterien, die dort eingebaut werden können. Die Batterien sind mit inkludiert, die ersten in der Lieferung natürlich. Dann können Sie es wieder zumachen. Dann haben Sie hier den Mini-USB-Port und den Einschaltknopf, um das Gerät einzuschalten. Oben haben Sie den festen Fühler. Dort können Sie auch die Sinterkappe tauschen. Sie können dort auch andere Sinterkappen bekommen für besseren Schutz. Und Sie sehen dann drunter auch die zwei Messelemente. Einmal den HC für die Feuchtemessung und einmal den NTC für die Temperaturmessung. Kann man wieder einfach draufschrauben. So, wir möchten es jetzt mal einschalten. Dann drücke ich hier auf den Knopf. Und Sie sehen, er läuft hoch und Sie sehen jetzt schon die Batterieanzeige. Vielleicht nochmal für Sie zum nochmal drauf achten. Sobald ich einschalte, kommt die Batterieanzeige. Und Sie sehen, da wird eine Batterie dargestellt und desto größer die Batterie ist vom Volumen her, desto geladener sind die Batterien. Das heißt, wenn die Batterien fast leer sind, dann haben Sie nur noch ein ganz kleines Batteriechen, das Sie das sehen. Und das ist die Indikation, ob die Batterie voll ist oder nicht, oder die Batterien voll sind oder nicht. Am Anfang haben Sie auch gesehen, es wird Ihnen auch immer die aktuelle Firmware-Version angezeigt, die auf dem Gerät gerade installiert ist. Die kann man dann auch unter Umständen aktualisieren. So. Jetzt die Funktionen. Sie sehen, wenn Sie das Gerät einschalten, Sie haben zwei Segmente. Ja, diese einmal oben die Temperaturanzeige und drunter die Feuchteanzeige jetzt hier.
Sie können das umschalten. Das geht über diese Tasten hier, ja. Sie haben die obere Taste schaltet immer die oberen Segmente durch. Also, das heißt, ich habe hier nur zwei Varianten, nämlich einmal die Temperatur in Grad Celsius oder die Temperatur in Fahrenheit. Also, wenn Sie den oberen Knopf hier betätigen, schalten Sie immer zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit um. Jetzt möchten Sie aber auch die untere Anzeige zum Beispiel ändern in den Taupunkt. Und die untere Anzeige wird immer über diese untere Taste verändert. Das heißt, Sie schalten hier durch Taupunkt in Grad Celsius jetzt zum Beispiel, dann den Taupunkt in Fahrenheit und Sie sehen, sobald Sie den Taupunkt in Fahrenheit umschalten, schaltet natürlich auch die Temperaturanzeige drüber in Fahrenheit um. Dann haben Sie die absolute Feuchte in Gramm pro Kubikmeter, dann das Mischverhältnis Gramm pro Kilogramm und das Mischverhältnis in Grains per Pounds und wieder zurück auf die Feuchte in Prozent. So, wenn Sie jetzt Ihre Messung verändern wollen, also Sie sehen oben rechts Akt, das heißt, der Sensor gibt aktuelle Messwerte aus. Wenn Sie das jetzt verändern wollen, wenn Sie zum Beispiel jetzt Hold machen wollen, dann klicken Sie hier auf Hold und dann wird der Messwert gehalten. Oder Sie möchten Max haben, dann schalten Sie hier über diese Rechts-Links-Tasten auf Max oder Min, das wäre der nächste Step, oder Average oder wieder Aktuell. So, wenn Sie jetzt eine Messung durchführen und Sie sagen, Sie möchten den Max-Wert ermitteln, dann können Sie auf Max stellen und jetzt fangen Sie die Messung erst an. Dann klicken Sie einfach auf diesen Pfeil hier, dann ertönt ein Ton und Sie sehen, da gibt es so ein kurzes Reset auf dem Display und ab da startet die Messung für Max, eine neue Messung. Also ab diesem Zeitpunkt werden die Werte verglichen miteinander. Sie können das immer wiederholen, indem Sie da einfach länger draufbleiben und ab da startet der Messzyklus. So, das sind die Grundsachen, wie man hier umschaltet. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, diverse Dinge einzustellen. Und Sie müssen dann immer, das heißt, das Menü, dieses Einstellungsmenü, das hier über diese Taste aktiviert werden kann, da müssen Sie einfach ein bisschen länger drauf bleiben. Sie sehen, über diesen, da ist so dieses Viereckchen mit diesem Zeichen drin, das ist das Konfigurationsmenüzeichen. Über dieses können Sie das aktivieren und das ist immer abhängig, das Menü, welche Einstellungen auf dem Display zu sehen sind. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel Grad Celsius und Prozent für die relative Feuchte eingestellt haben und Sie aktivieren das Konfigurationsmenü, indem Sie draufbleiben, haben Sie die Möglichkeit, die Display-Kontrast zu verändern und Sie sehen rechts unten Kal 1, Kal 2. Sie müssen da ein bisschen schnell bleiben, weil das schaltet dann wieder zurück. Kal 1, Kal 2 heißt, Sie haben hier jetzt die Möglichkeit für die Temperatur und für die Feuchte diesen Offset einzugeben, indem Sie hier über diese Pfeiltasten wieder links und rechts auf Kal 1 umschalten. Jetzt könnten Sie ein Offset für die Temperatur eingeben. So können Sie einen Offset für die relative Feuchte eingeben, indem Sie wieder auf diese Pfeiltaste und auf Kal 2 gehen. Und wenn Sie dann wieder weiterschalten oder zurückschalten, können Sie auch, wenn das Lämpchen hier links leuchtet, können Sie den Kontrast Ihres Displays einstellen oder das Display auf Always On schalten, wie es jetzt hier gerade stand. So, Always On, wenn Sie das verändern möchten, klicken Sie auf den Pfeil und jetzt können Sie Always On einstellen oder den Kontrast händisch einstellen, in welcher Stärke. Sie sehen, 60, 40, das ist die Kontraststärke, 80, 100 ist natürlich maximal und danach kommt Always On. Das heißt, dann wäre das Display für die ganze Zeit eingeschaltet, würde nicht ausgehen, nur dimmen. Ich schalte das jetzt einfach mal wieder auf Always On, weil das jetzt in meinem Vorführmodus am besten ist. Wenn Sie jetzt sind wir wieder im normalen Messmodus hier, jetzt schalten wir unten mal auf den Taupunkt um. Dort haben Sie jetzt nur noch die Kontrasteinstellungsmöglichkeit und nur Kal 1, weil natürlich in diesem Modus haben Sie ja nur eine Temperatur und
können somit die Temperaturoffset nur eingeben. So, was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist natürlich dann Fahrenheit. Auch dementsprechend können Sie dann den Fahrenheitwert einstellen. Ich möchte Ihnen aber zeigen, hier die Gramm pro Kilogramm, das Mischverhältnis. Und wenn Sie da jetzt auf das Konfigurationsmenü gehen, sehen Sie wieder die Kontrastgeschichte, aber Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, hier über PABS, also den absoluten Luftdruck, für diese Messung, für die Berechnung des Mischverhältnisses mit anzugeben. Also nochmal, hier einfach auf PABS einstellen in Hektopascal, dann können Sie den absoluten Luftdruck hier einstellen und dann dementsprechend wird die Berechnung richtig durchgeführt. Und noch eine Sache, dann bei Grains per Pounds gibt es noch die Möglichkeit, die Altitude einzustellen, also die Höhe, und zwar in Feet. Das heißt, Sie müssten das in Feet umrechnen und können das dann hier eingeben, damit das Mischverhältnis Grains per Pounds richtig berechnet wird. So, das sind eigentlich die Key Features, mehr gibt es gar nicht, das XC200. Dann gehen wir zum nächsten Gerät, zum zweiten Gerät noch, das XC250IR. Prinzipiell ist es so, dass die Funktionalität, die ich gerade beim XC200 beschrieben habe, komplett auch beim XC250 enthalten ist. Also das Ganze, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, gilt auch für das XC250. Zusätzlich zur Funktionalität des XC200 haben Sie eigentlich noch einen Pyrosensor für berührungslose Temperaturmessung drin. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt irgendwo noch berührungslos messen möchte, kann man das mit einstellen. Dazu gibt es auch noch einen akustischen und optischen Taupunktalarm, den man einstellen kann. Das heißt, wenn ein gewisser Taupunktwert erreicht ist, kann man sich dort alarmieren lassen. Da gibt es einen akustischen Alarm, das heißt, es fängt an zu piepen und auch der Laser fängt an zu blinken und Sie kriegen auch eine Meldung auf dem Display. So, zusätzliche Messfunktionen beim XC250IR sind dieser Temperaturfeuchtemodus, dann haben Sie den IR-Modus, das heißt den Pyrosensor-Modus und noch den Taupunkt-Alarm-Modus zusätzlich. Genauigkeit vom Pyrosensor ist plus minus 0,5 Grad, zwischen 0 und plus 50 Grad Celsius, ansonsten plus minus 4 Grad Celsius. So, dann zeige ich Ihnen das XC250 auch nochmal live. Also das sieht dann jetzt hier so aus. Ich hoffe, Sie erkennen es. Wie gesagt, vom Gehäuse her genau gleich wie das XC200. Das XC200 haben Sie hier auch den Einschaltknopf und den USB-Port, hier hinten das Batteriefachdeckelchen und hier natürlich Ihren Sensor, Ihren festen Fühler, aber hier auch noch den Pyrosensor. Sieht man ihn? Ja, das geht so. Und noch den Laser dazu. Der Laser schaltet sich dann nur ein, natürlich, wenn Sie auch wirklich den Pyro-Modus eingeschaltet haben. Ich zeige es Ihnen gleich. So, auch hier schalten wir das Gerät mal ein. Dann startet es mit dem Namen und mit der Firmware-Version, wie vorher auch das andere Gerät. Und Sie haben auch wieder die Bad-Anzeige gesehen. Und jetzt startet das ganze Gerät hier oben, Sie sehen es rechts oben, im TH-Modus. Also es heißt im gleichen Modus wie das XC200 vorher. Und auch von den Tasten, von der Tastenbelegung läuft es genau gleich. Sie können oben nur die obere Taste, das obere Segment umschalten. So, zum Beispiel auf Fahrenheit, nochmal drauf, dann geht es in den IR-Modus. Sie sehen es immer hier. Hier wird immer gesagt, in welchem Modus Sie sich gerade befinden. Dann gibt es den IR-Modus in Fahrenheit. Dann gibt es den Alarm-Modus für den Taupunkt, auch im IR-Modus natürlich, und das Ganze für Grad Celsius und Fahrenheit und dann wieder im TH-Modus. So. Wir switchen mal in den IR-Modus und jetzt sehen Sie, Sie haben die Temperatur und unten den Taupunkt. Und wenn ich da mal hochgehe, sollten Sie eigentlich, den sieht man nicht so gut, den Punkt. So ein bisschen sieht man den Laser, sehen Sie den roten Punkt?
Ja, genau. Das heißt, ich kann, ja, mal so sieht man besser. Genau, Sie sehen ihn jetzt hier. Sorry. Da ist der Laser jetzt aktiv und die Messung wird jetzt, also der Pyrosensor ist aktiv. Ja, ich messe jetzt natürlich gegen die Wand. Vor mir ist eine Wand und die hat jetzt ca. 24,7 Grad. Und der Taupunkt dazu ist 5,6. Wenn Sie jetzt nochmal drauf drücken, auf die oberen, auf den oberen, dann bleiben wir im IR-Modus, aber wir haben jetzt halt dann die Grad Fahrenheit und unten natürlich den Taupunkt auch in Grad Fahrenheit. Ja. Wir können jetzt unten umswitchen über den unteren. Dort ändern Sie dann auch wieder die untere Zeile. Das heißt, Sie können jetzt im IR-Modus noch zusätzlich Sachen aktivieren, wie die Feuchte, wie den Taupunkt, wie den Taupunkt und Grad oder Fahrenheit, dann auch wieder die absolute Feuchte unten, die Mischverhältnis dazu, sowohl in Gramm pro Kilogramm wie auch in Grains per Pounds und wieder in Feuchte. Die Konfiguration und die Einstellung ist genau gleich für diese Varianten. Der einzigste Unterschied bei den Konfigurationen ist, wenn Sie in den IR Alarmmodus gehen. Das heißt, jetzt wäre der Alarmmodus aktiviert und den können Sie einstellen. Ist ein Alarm. Und da können Sie dann auch wieder hier aufs Konfigurationsmenü drücken. Auch natürlich als erstes hier die gleiche Geschichte mit dem Kontrast. Den brauchen wir jetzt aber nicht, den haben wir schon gesehen. Wenn Sie jetzt auf Kal1 gehen, Sie sehen, Kal1 blinkt, dann haben Sie die Möglichkeit, hier einen Einpunkt, also einen Offset einzugeben für die Temperaturmessung. Und Sie haben auch die Möglichkeit, den Emissionsgrad einzustellen. Der wird bei uns standardmäßig auf 0,95 eingestellt. Der Emissionsgrad ist ein Messwert, der sozusagen vom Material abhängig ist, den Sie anstrahlen oder das Sie anstrahlen, dort wo Sie messen möchten. Es gibt dort eine Standardeinstellung wie diese 0,95. Wenn Sie ganz spezielle Materialien haben, denen Sie messen möchten, dann können Sie im Internet so Emissionsgradtabellen finden, wo Sie dann diese Emissionswerte sehen. Und die könnten Sie dann dort auch einstellen. Wie genau und wie gut die sind, kann ich nicht sagen. Also da möchte ich nichts dazu sagen. Das ist dann auf Ihre eigene Verantwortung. Das können Sie dann ausprobieren. Ist natürlich dann unter Umständen eine Verbesserung der Temperaturmessung, wenn das richtig passt. So, nochmal zurück in den Alarm oder in den Konfigurationsmodus. Jetzt gehen wir aber in den Alarmmodus. Und jetzt sehen Sie hier, jetzt haben Sie hier zwei Schwellwerte, einen High und Low für diesen Taupunktalarm. Ich habe jetzt beide High und Low auf 5 Grad eingestellt. Das funktioniert so. Der Taupunktwert plus diesen Offset, also diesen High-Wert, ergibt die erste Alarmgrenze. Wenn das erreicht ist, dann fängt das Gerät an, lang zu piepen, also in einer langen Frequenz. Desto näher Sie Richtung diesem Low-Wert kommen, das heißt, jetzt wird der Taupunkt mit dem Low-Wert abgezogen, desto höher wird die Frequenz des Piepstones. So funktioniert das, ja. Also nochmal in den Alarmmodus, in den Konfigurationsmodus, damit Sie das nochmal sehen. So, hier Alarm, High and Low, alles beide auf 5 eingestellt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Taupunkttemperatur 10 Grad beträgt, dann müssen Sie bei High das dazu addieren. Also bei 15 Grad würde er anfangen zu alarmieren, Taupunkt. Und die Frequenz würde immer höher werden und der minimalste Wert wäre dann 5, weil Taupunkt 10 minus diese 5 Grad für den Low-Wert. Gut, das wäre es eigentlich schon.
Das ist sozusagen nur diese Besonderheit der Variante XC250. Da muss ich dann auch diesen IR-Modus haben. Ansonsten die gleiche Funktionalität wie das XC200 normal. So, dann gehen wir nochmal zurück zur Präsentation. Ja, hier nochmal kurz die Info zur SmartGraph. Die SmartGraph ist im Lieferumfang enthalten. Eine Online-Abfrage ist möglich des Geräts. Also wie gesagt, Sie können dort online dann die Messwerte in die SmartGraph reinschreiben lassen, über ein Kabel verbinden, dann funktioniert es. Sie haben die grafische und numerische Darstellungsmöglichkeit der Messwerte. Sie können natürlich dann mit der SmartGraph ganz normal arbeiten. Das heißt, Sie können einen Excel-Export der Messdaten machen und auch einen Ausdruck der Messwerte. Ganz klar, die Funktionalität der SmartGraph ist dort nicht eingeschränkt. So, gibt es Fragen? Ich sehe schon, da gab es schon ein paar Fragen. Mein Kollege hat schon fleißig aufgeschrieben. Also die erste Frage sehe ich, was haben die beiden Geräte für einen Listenpreis? Also normalerweise bin ich ja nicht für die Preise zuständig, ich bin ja von der Technik, aber ich habe mir das natürlich schon gedacht, dass sowas kommt. Also beim XC200 Listenpreis ist 220 Euro. Also das XC200 für 220 Euro als Listenpreis. Und wir haben für das XC250 350 Euro Listenpreis. Okay? So, die Zweipunkteinstellung bzw. Kalibrierung, also die zweite Frage nun, Zweipunkteinstellung bzw. Kalibrierungsmöglichkeit bei XC200 und 250 für Temperaturen relative Feuchte. Wie gesagt, es gibt nur für den Kunden die Möglichkeit, eine Einpunktkalibrierung zu machen. Die Steigung kann man dort nicht ändern. Das heißt, wenn Sie dort eine Zweipunktkalibrierung machen möchten oder haben möchten, müssen Sie das Gerät an uns einschicken. Nur wir können das machen. Wir haben ja unser Kalibrierlabor und unsere Kalibriermöglichkeiten. Wir können das dann machen. Für den Kunden gibt es nur die Möglichkeit, eine Einpunktkalibrierung zu machen. Das heißt, einen Offset für Temperatur und Feuchte einzugeben. Im Bereich, also bei der Temperatur, ist es plus minus 10 Grad. Ja, bei der Feuchte plus minus 30%. Als maximale Angabe. So, die Firmware-Update, diese Funktionalität ist noch nicht integriert. Das heißt, ein Firmware-Update für Sie als Kunde ist noch nicht möglich. Das können wir jetzt nur machen. Es ist angedacht, das in Zukunft noch mit zu integrieren. Das ist noch nicht umgesetzt. Soll aber noch kommen. Ja. Dann würde es natürlich über die SmartGraph funktionieren. Aber diese Funktionalität ist in der SmartGraph noch nicht drin. Da muss man abwarten und gucken, wann dort die Updates kommen. Ja. Bis jetzt ist es für Sie als Kunde noch nicht möglich. Das können jetzt nur noch, bis jetzt nur wir machen. So, dann gab es noch eine Frage. Ersatz der Sensoren. Ist es möglich, den Temperaturfeuchtesensor zu ersetzen? Also, wir haben die Möglichkeiten zu ersetzen. Sie haben denn die Möglichkeit nicht zu ersetzen. Das heißt, wenn Sie das Gerät einschicken, kriegen Sie nicht automatisch ein Austauschgerät oder so, sondern wir haben schon die Möglichkeit, diese zwei Messelemente zu ersetzen und dementsprechend dann auch neu zu kalibrieren, einen neuen Works-Abgleich zu machen und dann kriegen Sie das Gerät wieder zurück. Wie gesagt, für den Schutz der Messelemente haben Sie auch immer die Möglichkeit, andere Kappen, Sinterkappen zu bestellen dafür. Das heißt, es gibt auch hier wieder die Möglichkeit, eine Metall-Sinterkappe zu kriegen. Wenn Sie dort irgendwelche ganz widrige Umstände haben, dann können Sie auch dort wie beim X, wie bei der C und bei der E-Serie spezielle Schutzkappen bekommen. Einmal die Schutzkappe, die standardmäßig dabei ist, die hat keinen Schutz. Das heißt, die sind ausgespart und Sie haben einen direkten Zugang zu den Messelementen. Dann gibt es eine Variante mit so einem Gitternetz. Da haben Sie auch schon einen besseren Schutz. Und dann als letztes noch diese Vollmetall-Sinterkappe, wenn Sie dort wirklich in grober Umgebung messen möchten. Okay, haben Sie noch Fragen? Ich gebe Ihnen noch ein paar. Ja, da kommt schon eine neue. Sind die relative Sensoren sind die gleichen wie für Opus 20 und XA1000? Das sind für den XA1000, ja, für den Opus 20, ich glaube, ein anderer drin. Also, die sind aber von den Werten her vergleichbar. Ja, für den Opus 20 wurde ein spezieller, glaube ich, gemacht, für den XA1000 auch, aber für alle Handmessgeräte-Varianten, also für die X-Serie, werden dann im Endeffekt für feste Sensoren
die gleichen verwendet. Ja. Man muss da noch dazu sagen, wie gesagt, beim XA1000, beim Opus 20, kommt es auch wieder drauf an, welcher Sensor angeschlossen wird. Beim XA1000 haben wir einen externen Temperatursensor, der ja auch für den Opus 20 extern verwendet wird. Das sind andere Feuchtesensoren. Das sind speziell gecodet auch und speziell geschützt. Also von daher ist das ein bisschen ein anderer. Für die festen, für die internen ist der gleiche. Okay. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse. Hoffe, Sie bald wiederzusehen in einem nächsten Webinar. Bitte checken Sie da unsere Homepage und Sie kriegen ja sowieso dann das Newsletter dazu. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.